Leute, wir machen weiter mit Lies of P, nachdem ich überragend beim ersten Mal hier, also komischerweise wirklich First Try, den komischen Rathaus-Bot-Boss gelegt, Bot und Boss gelegt habe. Müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe mir, ich habe ja einige Items gekriegt und Upgrades und so weiter. Jetzt fängt das Spiel ja eigentlich erst richtig an. Wir werden mal gucken. Der Boss war schon ein richtiger Pain in the Ass. Manche Leute, vielleicht lest ihr irgendwo im Internet oder was oder so, von wegen, dass ich über 20 oder 25 Versuche für den hatte. Das sind diese Fake News, vor denen man heutzutage ja leider nicht mehr richtig geschützt wird. Also KIs und solchen Kram. Aber Chat weiß, dass das nicht stimmt. So. Später vielleicht mal Manor Lord reinschauen. Ja, ich muss es noch runterladen allerdings. Außerdem zockt das gerade gefühlt jeder andere auf Twitch. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal erstmal ein bisschen was anderes. Wir sind jetzt hier tatsächlich an der Stelle, wo der Boss war. Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil wir haben zahlreiche Items eigentlich gekriegt, meine ich. Oder irre ich mich? Aber irgendwelche Sachen haben wir doch gekriegt. Haben wir nichts Neues gekriegt? Wir haben auf jeden Fall hier Ergo... Also hier, das haben wir gekriegt. Das sind quasi Bossseelen. Was habe ich denn noch? Habe ich nicht noch irgendwas? Das habe ich gekriegt. Ein Quarz habe ich gekriegt. Nicht, was ich noch Neues gekriegt habe. Habe ich das neu gekriegt? Kern? Eine Waffe habe ich nicht gekriegt. Das weiß ich auch gar nicht, was das ist. Rahmen, Verteidigungsteile. Ich glaube, das ist sowas wie Ringe. Physische Schadensregie. Ja. Lebensamulett, Kostüme. Ede, wenn ich im Netz nach weltbester deutscher Let's Player aus Deutschland suche, tauchst du nicht aus. Auf. Was ist da los? Ja, das sind die Illuminaten. Die wollen das natürlich verhindern. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass ich hier... Aber ihr lasst euch von sowas nicht reinlegen. Ihr seht ja... Letztendlich muss ich ja auch gar nichts dazu sagen. Ihr seht es ja selbst. Was soll ich denn hier groß erzählen? Was? Verblasste Pfeife. Zieh Leine, du verblasste Pfeife. Eine verblasste Polizeipfeife, sie ist durch den Gebrauch glatt geworden. Die Kinder pfiffen nach ihren Freunden. Man mag ihn als Versager abgetan haben, aber zumindest in diesem Moment war er der Polizist der Kinder. Hä? Ich gebe jedem, der mir ein nicht gefaktes Video liefert, wo Ede stirbt, 1000 Euro. Ja, das ist natürlich eine leichte Wette, weil sowas gibt's ja gar nicht. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Krat. Okay, wir gucken erstmal hier. Ich habe jetzt natürlich auch viele Seelen. Wir könnten natürlich erstmal ins Hotel Krat zurückbeamen hier mit den 5000 Seelen. Ist eh nichts mehr. Klassische Boss-Arena. Komm, wir gehen erstmal ins Hotel und leveln oder upgraden oder was auch immer. Und jetzt habt ihr gesagt, müsste auch Geppetto da sein.
Geppetto. Oh, guck mal. Sie steht jetzt anders. Warum? Was hat das zu bedeuten? Guck. Sie steht jetzt hier. Warum? Aber ich gehe jetzt erstmal hoch und gucken, ob jetzt da sich was geändert hat. Da ist jetzt, da sehe ich doch jetzt schon, dass die Tür da offen ist. Das sehe ich doch von hier. Die war nämlich verschlossen beim letzten Mal, die Tür. Ah, you've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please, go save him and shut down the factory. P-organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Oha, was geht jetzt ab? Benutze die Slots der P-Orgel, um die verborgenen Fähigkeiten deines Charakters zu aktivieren. Rüste Quarz auf der P-Orgel aus, um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Wenn du Quarz in jedem der Slots in einer einzigen Gruppe ausrüstest, kannst du den Synergieeffekt der Gruppe erhalten. Jedes Mal, wenn Synergieeffekte von zwei Gruppen aktiviert werden, wird die nächste dieser Phasen freigeschaltet. Du kannst eine größere Vielfalt an Effekten erhalten, wenn du deine P-Organe in höhere Phasen bringst. Phasen! Okay, das ist ein Skill-Tree tatsächlich. Okay, Phase 3, Phase 2. Fabelslots hinzufügen. Erhöht die maximale Anzahl an geladenen Fabelslots. Ermöglicht ein weiteres Ausweichen während einer Ausweichbewegung. Aha, das klingt nicht schlecht. Erhöht Dauer von überwältigbar Status des Feindes. Nö, das ist eigentlich, brauchen wir gar nicht. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellennutzung. Das ist doch mein... Pulszellen sind doch Estus, oder? Das waren doch die Pulszellen. Das machen wir auf jeden Fall. Hä, was ist denn jetzt? Ladungsüberwältigen Angriff 1 tödlich. Hä? Fabelkünste. Aber was ist denn das jetzt? Ach, das sind die Phasen. Sind das die Phasen? Jetzt raff ich gar nichts mehr. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Phase 2 muss aktiviert sein. Also wir wollen mehr Estus. Also wählen wir... Ich komme da nicht hin, Alter. Was ist das? Lol. Da. Leerer Slot. Aber was... Ah, du kaufst mit Quarz die kleinen Effekte aus der Liste. Da kann ich mir quasi zwei raus. Und wenn die Slots voll sind, gibt es die Estus. Okay.
erhöht den überwältigenden Angriff von Ladungsangriffen. Ist das damit der Stagger-Angriff gemeint? Die Visceral Attack oder was? Oder ist es das? Ladungsüberwältigenden Angriff? Erhöht den überwältigenden Angriff? Nee, das macht den Stagger hoch, kann das sein? Und das macht den Schaden dann hoch? Alter. Die Übersetzung gefällt mir nicht. Und hier gibt es noch verschiedene Sachen. Guck mal. Du kannst auch nochmal oben die Kategorien wechseln. Also hast du hier 16 verschiedene. Legionsmagazin aufwerten. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Erhöht die durch Eliminierung von Feinden. Das ist nicht so schlecht. Kann man das wieder rückgängig machen eigentlich, wenn man das einmal ausgewählt hat oder nicht? Verbrauchsgüterbesitzlimit, Wurfobjektbesitzlimit. Legion wird bei Eliminierung von Feinden. Was ist denn nochmal Legion? Legion wird bei Eliminierung von Feinden genannt. Lädt eine gewisse Menge Legion. Was ist nochmal Legion, Leute? Die Leiste für die Legionswaffe. Okay, für den Arm. Aber was ist ein Legionsmagazin-Effekt? Wertet den Ladeeffekt. Jesus Christ. Ausdauerverbrauch für Ladungsangriff verringern. Ladungsangriff ist wahrscheinlich... Ja, aufgeladene Attacke, schätze ich mal. Farbeladung für perfekter Block. Aufwerten. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Blockregeneration... Verbessert Blockregeneration, Wiederherstellung, wenn Feinde angegriffen werden. Blockregeneration, Wiederherstellung. Blockregenerationswiederherstellung. Pulszellenladung für tödliche. Aufwertung für Ladung von entladenen Pulszellen nach tödlichem Angriff. Leute, sag mal, bin ich durcheinander oder ist es wie scheiße kompliziert ausgedrückt alles? Ich glaube, ich muss den Text auf Englisch stellen, weil das ist echt komisch hier mit der Pulszellenladung. Aufwertung für Ladung von entladenen Pulszellen nach tödlichem Angriff. Jesus Christ. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Ich muss hier mal kurz gucken, ob ich das auf Englisch stellen kann. Sorry, Leute, aber das ist ja... Das ist ja auch nicht Deutsch. Das ist ja irgendeine Fantasy-Sprache. Wo stellt man das denn ein? Ich glaube, man kann es nirgendwo mehr einstellen hier, oder? Spracheinstellungen. Oh, kannst du nicht ändern. Kannst du nur im Hauptbildschirm. Okay. So. Also, was haben wir? Charge, Stagger. Siehst du, das sind noch Wörter, mit denen ich arbeiten kann. Charge und Stagger. Fatal Attack, Fable Arts, Stagger Duration. Das ist zum Beispiel, glaube ich, nicht schlecht, oder? Obwohl, brauchen wir eine längere Stagger Duration? Man hat eigentlich immer schon viel Zeit. Guard Regain, Recovery. Enhances Guard Regain, Recovery when attacking enemies. Lower Damage, Wind Discharge, Lower Dodging. Lowers the Damage Received when Dodging. Was würdet ihr nehmen, Leute?
Mehr Seelen, ne? Ist auf jeden Fall gut. Das ist das hier. So, jetzt kann ich noch einen Quarz benutzen. Wir können noch eins auswählen. Fatal Attack Failures. Enhances the Stagger Attack. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist wie der Ring, der bei Elden Ring die Stagger Attacks stärker macht. Das heißt, wenn, so wie ich es verstehe, würde eine aufgeladene R2-Attacke mehr Stagger Damage machen. Das heißt, wir kommen im Zweifelsfall schneller in a Visceral Attack und das ist eine gute Sache, das mache ich. So, und jetzt haben wir auch einen Estus mehr, so wie ich das verstanden habe, ja? So, okay. Okay, Quarz ist also schon mal sehr, sehr wichtig. Wir könnten dann jetzt als nächstes hier in Phase 2 gehen oder weiter hier noch Sachen machen. Das ist natürlich sehr cool. Change Shape? No Shape. Gut. A city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. Venini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Venini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Gibt es Venini in der Pinocchio? Rescue Venini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. Starker Joke. Limbo schreibt dir, deswegen leben in der Welt auch viele von Quartz 4. Mhm, gut. The cathedral is famous. Ich hab die lustigste Community von allen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with them. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. Venini, the city asked me any... The city asked me... I don't know what's happening in the Malam district. The Black Rabbit Brotherhood seized the Black Rabbit Brotherhood. That's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those... Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. Rosa Isabel Street. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of ergo there. Especially for someone as precious as you. Ich glaube, ich habe dich noch nie lachen gesehen. Bullshit. Hast du gestern nicht RWTV Home geguckt? I just gave you. Venini gave me that key. And now he's missing. Rescue him if you can. Ich werde doch immer aufgezogen wegen meiner Lache. Da muss ich lachen. Sogar im Intro von Porn. So, was haben wir hier noch? Irgendwas? Nee. Okay. Wir können unten bei dem Shop-Dude können wir übrigens noch einen Quarz kaufen. Ich überlege sogar, ob das nicht sinnvoll ist. Aber erstmal checke ich, ob ich Waffen upgraden kann. Why don't we make a legion? Mr. Venini is the expert when it comes to legion arms. But I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric legion arm, it'll make your life easier. Oha.
Wie jetzt, was? Oh, geil. 6 Kilo lässt grüßen hier. Venini Craft Machine. You're going to the factory to save Mr. Venini, right? He's the richest man in Krat. A little... I heard he went to shut the factory down. I know my way around a weapon. So, upgrade weapon. Können wir hier was upgraden? Nein, nein, nein. Krat Police Baton. Jambojones, dankeschön. So, wir kaufen erstmal das Quarz hier bei dem Dude. Und dann können wir auch. Ach, der hat sogar 2. Warte mal, dann poppen wir ein paar Seelen. Nein, nein, nein. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Dann poppen wir jetzt hier Seelen. Oh, das reicht nicht. Wie viel kosten die 2,6, ne? Welcome to Hotel. So, und dann können wir nämlich hier 2 kaufen. Und dann können wir da oben bei Geppetto schon wieder die nächste Stufe von Dings. Weißt du, wie ich meine? Konnte noch was machen bei ihr in der Schmiede? Ich guck gleich nochmal. Ach nee, Quatsch. Nein, nein, nein. Ich wollte ja. Ich musste den Stuhl. Hier. So. Phase 2 muss aktiviert werden. Achso, wir müssen noch hier weiter investieren. Ich verstehe. Increases time of enemies staggerable status. Ich glaube, ich will lieber... Okay, wenigstens das sind die gleichen Sachen. Klingt gut. Lowers damage when dodging. Und Perfect Guard Fable. Fable. Charges Fable. Charge a certain amount of region. Ist halt die Frage, ob der Stromarm, ob ich den jetzt häufiger benutze. Ah, ich mach lieber erstmal auf Attack Damage gehen hier. Oha, guck mal hier, das sind die Phase 2 Sachen. Guard Regain, Retained Guard Regain upon Pulse Cells. Pulse Cells. Amulets. Oh, das ist natürlich auch. Okay. So, was habt ihr gesagt? Die Waffenschmiedin kann auch was sagen. I know my way around a weapon. Want me to look at.
Mr. Benini is the richest man in Krat. His company manufactures most of Krat's exports. He's, peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, wo he guckt sie eigentlich every hin? Employee with respect. I heard he went to shut the factory down. Okay, aber was kann ich denn jetzt hier Neues machen? Alter Handle? Nee. Kann ich immer noch nichts machen? Upgrade Weapon, Assemble Weapons. Ja, den Elektroarm habe ich doch schon. Oder was meint ihr? I know my way around a weapon. Oder meint ihr den Elektroarm upgrade? Nee, sonst kann ich hier nichts machen. Okay. Wir greifen an. Und zwar können wir jetzt... Ja, so ist das. Nach einem krassen Bossfight muss man natürlich erstmal immer sich stärker machen. Das ist ja das Schöne an den Spielen. Das ist die Belohnung dann, nach einem harten Bosskampf, dass man dann wirklich Fortschritt macht und besser ist. Die Frage ist jetzt natürlich trotzdem, ich muss einmal, bevor ich weitergehe, muss ich nochmal hier kurz zurückgehen. So oder so muss ich sowieso das mal hier testen. Schon ganz nice. Kostet allerdings da links unten diese Energie. Das muss man ganz klar im Auge behalten. So, ich meine nämlich... Nee, warte mal. Oh, shit. Warte mal, irgendwo... Ging es doch noch... Es gab doch noch einen anderen Weg. Nochmal probieren. Aua. Och. Hey. Halt gar nichts, ey. Och Mann, ey. Dreihundert gibt der. Und dropped Star Fragment. Was macht man nochmal mit dem Star Fragment? Ah,
To summon a spectre. Okay, das ist um Hilfe zu summon. Das ist ja unnötig. Weil wenn ich Hilfe summon, dann kriege ich ja Ärger. Kann ich auf keinen Fall machen. Dieses Feature dieses Spiels kann man nicht benutzen. Nicht auf Twitch, kann man privat benutzen, kann man nicht in der Öffentlichkeit benutzen. So sind die Regeln, Leute. Tut mir leid. Hilfe zusammen. Würdest du es privat benutzen? Ja. Also, ich würde den Boss erstmal 2-3 Mal versuchen so. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das eine Nummer wird von, weiß ich nicht, 2 Stunden oder 30 Tries, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Also ich würde es nicht direkt am Anfang benutzen. Es hängt auch immer davon ab, ob... ich fand zum Beispiel bei Elden Ring hat es manche Kämpfe einfach auch ein bisschen geiler gemacht, so taktisch. Aber natürlich kann ich auch verstehen, wenn man dann irgendwann Black Knife Tische hat und der einfach den Kampf für einen führt sozusagen, dass es auch ein bisschen lame ist. Aber ich mochte halt das Feature. Ich mochte dieses Feature bei Elden Ring. Und man freut sich ja auch tatsächlich, wenn man geile Summons findet. Und es ist dann so ein bisschen schade, wenn man die nicht benutzen darf. Aber ich habe zum Beispiel auch die Souls-Spiele, da habe ich mir auch mal menschliche Hilfe reingesammelt. Und das hat mir auch richtig Bock gemacht. Ich finde das auch, das ist ja auch ein Multiplayer-Aspekt. Also ich sag mal so, bevor ich ein Spiel nicht mehr spiele aus Frust, summon ich mir lieber Hilfe. Aber natürlich ist es ist natürlich ein geileres Gefühl, wenn man weiß, man hat es ohne Hilfe geschafft. Miracle Cure. Wish we could find him. That is, if he's still kicking. Lol, guck mal. Wie lange der da hängt, einfach nur um zu warten, dass da irgendeiner wie ich langläuft. Das ist doch nicht zu fassen. Ah, warte, wir haben was Neues gekriegt, glaube ich. War das hier? Nee. Was war das denn jetzt? Bei den Ringen. Miracle Cure. By the Miracle Medicine here, the Miracle Alchemist Clark Shaw, also known as Dr. Cure-All, has succeeded in making a cure for the horror plague that spreaded through Krat. The Blue Plague is not a divine curse. Don't be afraid anymore. Come see Dr. Cure-All Clark Shaw. Prices may vary as it's a limited item. Es ist halt immer so eine Sache, ne? Also es gibt ja auch Leute, die dann sich beschweren, wenn man bestimmte Waffen benutzt oder so. Am Ende des Tages ist das alles Pipi, das ist alles Kindergarten. Pipifax ist das in meinen Augen. Jeder soll so spielen, wie es ihm am meisten Spaß macht. Und ich meine, die Spiele bieten nun mal gewisse Features. Und warum sollte man die dann nicht auch nutzen? Also so ganz nur, damit man im Chat oder von irgendwie Leute sagen können, der ist ein richtig geiler Video. Der ist richtig gut im Videospielen. Nein, das geht nicht. Da jetzt runter hüpfe, komme ich nicht mehr hoch, ne? Da bleibe ich erstmal oben. Wobei, man käme hier. Nee, käme man nicht. Ich versuche immer... Ich versuche immer die Parries zu machen, aber es ist sehr schwer in diesem Spiel, wenn man neue Gegner trifft, rauszufinden, wann sie zuschlagen, weil die immer verzögern, die Angriffe. Thank you.
gesehen. Ja. Ey! Wer schießt denn da? Oh, da oben die Sau. Mies. Stellar Blade habe ich noch nicht gezockt. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich habe auch schon einigermaßen positive Sachen gehört. Ich bin ja leider mit Nier Automata nie so richtig warm geworden. Oh, wie gemein. Hier stürzt man runter. Aber ich bin bereit, Stellar Blade auf jeden Fall eine Chance zu geben. Special Resistance am Poole. Unmöglich zu wissen, wann die zuschlagen, solange wir die ausholen. Wer ist sie denn jetzt? Nee, das ist ja ganz schlecht gelaufen, muss ich schon sagen. Alle Flasks verbraucht für so einen Lulli-Gegner hier. Ja gut, da hätte ich einfach die Leiter hochgehen können. Ist nichts mehr, ne? Das war eigentlich eine ganz geile Idee, dass wenn man eine gewisse Anzahl an Damage macht, dass man eine Flask zurückkriegt. Ich mochte auch bei Elden Ring das Feature, dass wenn du eine Gruppe an Gegnern killst, dass du dann Estus zurückkriegst. Wobei das fast schon zu leicht gemacht hat. Dadurch kam man teilweise später, hatte man immer volles Estus. Was hat mich denn jetzt gekillt? Weil ich gebrannt habe? Overheat, okay, then fire builds up both your carry and the monster will take increased fire. Okay. Ich bin gerade am. Ich bin gerade. Sodbrennen. Nee, ich bin doch drüber gesprungen, Alter.
Nee, ich hab doch gedrückt, Mann! Wieder down. Feierabend. Oh, die Reichweite von dem Kolben hier ist einfach zu schlecht. Lol. Ey! Schon wieder Overheat hier. Boah, ey. Jetzt muss ich erstmal... Guck mal, ah, jetzt sehe ich auch, wie oben links der Energiebalken runtergeht. Alter! Das ist ja richtig krass. Da ist es ja... Oh, shit! Da muss man ja richtig aufpassen, Leute. Meine Seelen und ich denke, Alter. Okay, jetzt müsste ich den anderen Arm haben, dann könnte ich den Dude hier nämlich. Foggy Day? Gibt es hier noch unterschiedliche Tageszeiten oder was? Das mag ich ja sehr. Das erinnert mich ja so ein bisschen an Bloodborne oder auch eben Dark Souls, dass man so im Hintergrund sieht man schon so ein fettes Schloss, wo du weißt, irgendwann kommen wir da hin und wer weiß, was sich da alles drin verbirgt. Also sowas mag ich. Das liebe ich an den Souls-Spielen. Will ich schon hier runter, ist die Frage. Oder will ich erstmal da hinten lang? Aber da scheint eh zu sein, ne? Sieht man da noch ein Item? Muss ich da jetzt nochmal zurückrennen? Ah, hinter den Kisten ist noch ein Item. Das tut mir leid, das muss ich auch. Solve riddles, as everyone knows, that's a must. When your city is so full of power.
rockets, it seems, are about fit to bust. Ist das der Joker? Oder der Riddler? Was gekriegt? The Lost Entry to Trinity Sanctums. Okay. Aber das wäre ja lame, wenn man da nicht reinkam, weil man die Frage falsch beantwortet hat. Das wäre ja ein bisschen... Rap-Rack, bin ich heiß auf die NBA Finals? Es geht so. Also ich gucke die Playoffs gerne, wenn ich es dann mal schaffe. Aber ich habe jetzt diese Saison nicht so krass verfolgt tatsächlich. Aber es ist immer schön zu wissen, jetzt könnte man ein bisschen NBA gucken. Aber wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, dass ich richtig drinne bin im Thema. Stargazer, Stargazer. Chain. Was ist das jetzt? Chain that can be swung powerfully. It inflicts strike damage on anyone in the area and spins around enemies that it hits. Uh-huh. Also, das kann man nur einmal benutzen. Lol. Wieso? Okay, das war ein Consumable, das muss man natürlich auch wissen. Gehört.
Achtung. Superattacke. Bam! Oh, immer nur Star Fragments. Wieso kriegt man so viele Star Fragments? Sawblade. Throwing objects. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das sieht aus, als ob es mich easy zu Klump hauen könnte. Hm. 4400 Seelen. Da geht's runter, aber geht's da auch wieder hoch? Das ist die Frage. Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Oh, du Saugesichtige! Mies. Och, Scheiße, was hat der denn? Kronleuchter? Wieso bin ich denn jetzt tot? Ich hatte doch volle Energie. Hä? Wieso habe ich mich nicht geheilt? 5000 Seelen, Freunde, ey. Falscher Trank? Oh. Wie dumm war das denn? Nee, nicht da rein. Oh, Leute, ey, das ist ja, wie darf das darf nicht passieren? Anfängerfehler oder wie oder was? Oh Mann, er wird alt. Enttäuschung. Das ist nicht mehr mein Ede. Dem alten, dem jungen Etienne, der das niemals passiert. Was ist denn noch jetzt? Scheiße, was ist ich hier jetzt schon? Was ist denn das denn für eine Flasche? Die heilt nämlich Overheat. Hidden Moonstone, damit kann ich was upgraden. Ich glaube, damit kann ich die Dingswaffe upgraden. Die Wukong-Waffe. Die sehen ein bisschen aus wie diese Roboter aus iRobot, oder? Guck mal, die haben sogar Fallattacken. Die haben ja wirklich an alles gedacht.
Belfort Shock Cartridge. Zeigt er mir das denn immer noch blau an? Ja, wo ich es doch jetzt schon equipped habe. Hidden Moonstone. Eine Falle. Aber zurück kann ich eh nicht, aber ich habe 5000, 6000 Seelen, Mann. Das sind 3 Level. Aber ich kann auch nicht mehr hoch, oder? Kann hier, doch, hier kann ich hoch. Sorry Leute, aber wenn das ein Boss ist, ich habe da keinen Bock, das jetzt mit 6000... Alte Souls-Regel, nicht mit Seelen zum Boss. Das ist eine Spirale, aus der kommt man nicht mehr raus. Du hast so ein Stargazer-Amulett fürs Porten, aber ich glaube, das kostet dann die Seelen, oder? Man hat doch nicht... Unendlich... Hä? Wo ist sie? Da oben. Ah, warte, wir können erstmal gucken, was wir upgraden können. Ich glaube, aber es ist diese... Ich glaube, es ist diese hier, ne? Nee, das ist Dark Moonstone. Okay, nee. Ich kann tatsächlich... Ach nee, 4 brauche ich. Okay. Dann halt nicht. Now that we have him, you must. Nobody knows. That's why I found both you. That's all I can say. I'll use my power to. Capacity auf 10 kann man natürlich auch mal höher machen. Motivity, was ist denn Motivity eigentlich? Electric.
ganz schlecht. Das ist für den Legion Arm, oder was? Motivity, Leute. Wird das noch wichtig? Könnt ihr mir vorstellen, Elektro ist ja in diesem Spiel schon nicht unwichtig. Und das ist extrem niedrig bei mir. Ich habe halt schon 15 bei Technik. Das macht doch keinen Sinn, das jetzt nochmal. Motivity ist Stärk, Technik ist Dex, Advance ist Magic, sagt Twelven. So was Hilfreiches hast du ja noch nie gepostet. Vigor kann man natürlich auch machen. Vielleicht ist das ein Trick, ja. Vigor, Stamina kann man natürlich auch mal machen. Schließlich kostet ja alles Stamina. Ich gehe mal auf Stamina. Stamina ist so eine Sache, meiner Erfahrung nach, Souls-Spielen, merkt man jetzt nicht direkt immer so extrem, aber das ist so, ein subtiler Stat, der einem schon, er macht sich also eher unterschwellig bemerkbar. Bis zu einem gewissen Grad, man sollte nicht zu viel machen, aber bis zu einem gewissen Grad. Wie viel brauche ich denn fürs nächste Level? Ja, 100 noch, komm. Haben wir doch. I'll use my power. So, und dann gehen wir noch. Bisschen auf Health. Health! Ach ja, die Platte. Nee, wo kann man nochmal die Platte, den Plattenspieler hören? Das war doch auch irgendwo. Ich will vergessen. Wo die gesagt hat, dass es hier irgendwo einen Plattenspieler oder so gibt. War das hier oben? Das ist das Tutorial-Gebiet, oder? Da muss man natürlich auch manchmal noch gucken und backtracken. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber generell weiß ich nicht, ob es hier nicht auch noch Sachen gab, die wir ausgelassen haben. Da ist doch das. Jetzt sieht man es direkt, wenn man reinkommt. Eben ist es mir nicht aufgefallen. Da ist der Plattenspieler. Oder das Grammophon. Close your eyes. Call to me.
feel alright. Just dance with me all through the night. Turn it out close to you. I feel good, 'cause I just know feeling of you. Give it to me, baby. Nicht schlecht. So. Wir haben hier noch diesen Raum, wo es nach unten geht. 105 Seelen kann man das ruhig beachten. Oh, oh. Maul. Hidden Moonstone, sehr gut. Salamander Daggerblade. Oh, neue Waffe. Yo. Feuerwaffe. Auf gut Deutsch ein Drachenschwert, sagt ihr. Hat natürlich auch wieder sehr kurze Reichweite wahrscheinlich. Aber ich mag ja schnelle Waffen. Der Boss liegt, Julia, der Boss liegt. Das schon gestern lag der. Ist natürlich jetzt vom Schaden deutlich geringer, aber wir müssen es natürlich mal jetzt ausprobieren. Auf der anderen Seite kann man ja dann den Griff... Was würde passieren, wenn man jetzt den Griff von dieser Waffe kombiniert mit dem Kopf von dieser Waffe? Hat natürlich diesen schönen Feuerschaden. Aua. Wieso hat er keinen Backstep oder was? Gegen mechanische Einheiten wahrscheinlich. Nicht die richtige Waffe.
Weil er ein Rad auf dem Rücken hat. Jetzt kommt mir aber nicht mit Logik. Der ist eh aus Metall. Okay, wir nehmen die hier. So, wir gehen wieder. Ach nee, unsere Seelen holen wir uns natürlich wieder. Da gehen wir doch hier lang. Und wir können oben lang gehen, wo die Kiste ist. Oder wir können hier lang. Und mal hier runter gehen. Gucken, was das eigentlich ist, oder? Oh, Corruption. Geil. Oh, ein Giftsumpf. Nice. Oh. Hat er mich gesehen? Puppet of the Future. Okay, er hat mich gesehen. Da ist ein Item. Er ist ja super langsam. Aua. Hey, wieso kann ich nicht Dings? Ah, ich kann in dem Schleim kann ich keine Rolle machen oder was? Das interessiert mich, das würde ich gerne genauer wissen. Doch, man kann hier drinnen rollen. Neue Waffe! Booster Glaive nehme ich. Aua. Das ist schwierig, man kann sich da unten nicht richtig bewegen. Und die Stamina hat sich nicht wieder aufgeladen. Ja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Checken wir erstmal die neue Waffe ab. Booster Glaive. Great Sword. Yes, baby. Aha.
Hä? Wieso sind die Stagger? Hä? Wieso war er denn nicht staggered? Ich habe doch zweimal eine Charge Attack durchgebracht. Jetzt. Ja, die ist schon ganz nice, die Waffe, muss ich sagen. Denn, die ist noch nicht aufgelevelt und hat schon ordentlichen Bums. Holen wir jetzt unsere Seelen wieder oder scheißen wir drauf? Ja, die hat ein B-Scaling, so wie ich das... Oh, warte mal. Hey, wie kommen wir denn da hin? Da? Die hatte ein B-Scaling. Können wir da reinjumpen, Leute? Das könnte klappen. Nee. Was ist denn das für eine Kollisionsabfrage schon wieder? Also das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Da war ich wirklich, das ist wie der Grab von dem letzten Boss, wo ich 10 Meter entfernt war und er mich doch gegrabt hat. Der Stampf hat mich niemals erwischt. Never, ever, 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 ever. Ich geh jetzt nicht an, ich scheiß auf diese... Nee, wirklich, Leute, der Stampf hat mich nicht erwischt. Das, ich würde zugeben, dann würde ich sagen, verdammt, der Stampf hat mich erwischt. Aber habe ich ja nicht gesagt, weil es halt auch nicht stimmt. Der Stampf hat mich nicht erwischt. Oha. Das war ja wohl fast gut. Dann würde man nämlich hier drauf kommen. Hier drauf, vielleicht auf diese Stange. Und vielleicht da oben rein. Wäre das möglich? Da. Wahrscheinlich nicht, ne? Acid Steel, danke für Sub. Danke für dein Sub, meine ich. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Jemand Ärger kriegen. Fuck. What the fuck? Was geht mit dir, Junge? Boah, es dauert immer eine Sekunde zu lang.
Komm, komm. Kein Backstep. Schwein. Die Sau hat kein Backstep. Stampf hat mich voll erwischt. Ernsthaft? Das sagt er jetzt nur, um mich zu ärgern. Ey, der ist übrigens ganz schön scheiße hier, der Gegner. Wenn ich mal so sagen darf. Wie Simon in Ego-Shootern, immer mit so Schild. Ah, der Fußtritt, ja. Alter, ist einfach straight durch mich durchgestampft. Mann, schwere Spiele können so nervig sein, ne? Hau rein, Jay! Ach, come on! Aha! Nein, wieder runtergefallen. Tja, das, ihr seht mich, wie ich versuche, einen Cheese zu finden. Ich habe fest überzeugt, wir müssen mehr Cheese geben. Wenn er wenigstens ein bisschen näher dran wäre. Mann, ey, meine Reaktionszeit ist zu schlecht.
Mann, ist der scheiße oder was? Was für ein Drecksgegner. Das Schwert verbraucht ganz schön viel Stamina. Übrigens. Warum? Du Drecksau. Oh, jetzt treffe ich die Superattacke nicht. Mann, ey. Haha, daneben die Schmuck. Jetzt hab ich dich. Jetzt gehörst du mir. Bow down, bitch. Legion Caliber Hidden Moonstone. Was ist das jetzt schon wieder? A correction device used to modify Legion arms found on the war. Mich komplett meine Flasks gekostet. Jetzt nicht Schweine. War hier eben schon eine Treppe. Kid, danke für deinen Sub, mein Lieber. Crystal Lizard. Motivity Crank. Ah, damit kann man, glaube ich, die, Ja, ich weiß, was das ist. Damit kann man das Scaling verändern. Wenn du Angst hast im Spiel. Stargazer ahead. Normalerweise ist dann ja nichts im Raum. Fallout schauen, super gut. Ja, ich habe heute die erste Folge geguckt tatsächlich. Und ich fand es auch richtig gut, muss ich sagen. Also zum einen wird der Ton des Spiels wirklich sehr gut getroffen. Und man hat das Gefühl, es wird ernst genommen. Es ist schön brutal, richtig schön blutig. Und ja, es ist wirklich auch so aufgebaut wie... also es sind sehr viele Anspielungen auf die Spiele und bietet wirklich eine Menge, glaube ich. Interessante Charaktere und so, also... Ja, ich kann es auch bislang nur empfehlen. Aber ich habe nur eine Folge bislang gesehen. So, ich dachte, ich kann jetzt hier was Neues machen. Aber kann ich gar nicht. Movable Charge.
zum Beispiel. Aber geht gar nicht. I know my way around a weapon. Ja, das machen wir. So, und jetzt haben wir hier den Motivity Crank. Aber was genau macht das, wenn ich jetzt hier Handle Booster Glaive Handle. Do you wish to alter Handle by using Motivity Crank? Dann geht Motivity hoch und Technique runter. Ah, da sieht man es ja auch rechts. Motivity würde ein C-Scaling kriegen. Okay, nee, das wollen wir natürlich nicht. Weil wir ja auf Technik gehen. Das bringt uns also überhaupt gar nichts auf gut Deutsch. Aber was man natürlich mal versuchen könnte, wäre zum Beispiel dieses Blade. Ich bin doch nicht Blade. Und haben wir das nämlich hier an den Hook. Was haben wir denn jetzt für eine Waffe? Naja, okay. Uiuiui. Ah, warte mal, wenn wir es umgekehrt machen. Wie wäre es denn, wenn wir an die Glaive Handle... Elektro oder so machen. Wie ging das denn? Haben wir die Glaive Handle. Ach, dieses Feature ist schon gut, ey, das muss man schon sagen. Na gut, dann halt's doch weiter unten, hast auch mehr Reichweite, Junge. Jetzt hält das genauso wie vorher. Oh ja. Oh. Das mag ich. Kann man eigentlich die Griffe auch upgraden oder nur die?
Upgrade Weapon. Nee, du kannst nur die Klingen. Ich probiere es mal gerade so, auch wenn es dumm ist, weil ich die andere Waffe gerade geupgradet habe. I'll use my power. Fuck war das. Das kommt mir ja sehr bekannt vor. Hier, ich helfe dir auch. Okay, jetzt. Scheiße, ich muss von der anderen Seite kommen. Nicht, dass der jetzt hier hochkommt, gell? Dicke Oschi. Verstehe. Nein, nicht gierig werden. Nigiri.
Holla, was? Noch ganz dicht. Ja, das Game ist gut, Leute. Also es ist ein echt sehr gutes Souls-like. Und ich sag ja immer, besser gut gestohlen als schlecht erfunden. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person, just to be sure it wasn't a joke. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Best of luck to you. Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Krat these days. Maduro wrote the actual guide, but Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course, maybe you can get all three volumes collectors want, that you can get four. No, 5,000, you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. You'll wish you had this, and the price... Das ist doch eine Verarsche, oder? I know a smart bargainer when I see. Der hat mich doch gerade übers Ohr gehauen. Der hat mich doch gerade komplett verarscht. Genau, im Game Pass ist, ich zock auch über den Game Pass, ist komplett kostenlos im Game Pass, also checkt's mal aus. Ich werde immer gefragt, ist es besser als Elden Ring, ist es besser als Bloodborne, ist es besser als Sekiro? Leute, also erstmal muss ich sagen, dass Spiele wie Sekiro oder Elden Ring oder Bloodborne, das sind für mich mit die besten Spiele, die je gemacht wurden. Also auch wenn ich sage, es ist nicht so gut wie Elden Ring oder nicht für Sekiro, hat das jetzt eigentlich nicht so eine wirklich große Aussage. Es kann trotzdem ein überragendes Spiel sein, meiner Meinung nach. Es ist eine Mischung aus Bloodborne und Sekiro irgendwie in so einem Steampunk-Setting. Das müsst ihr euch einfach fragen, ob das euch Bock macht. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein krasses Souls-like. Es hat fast alle Elemente, die man aus Souls kennt, hat auch ein paar eigene Ideen. Es spielt sich recht fluffig. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob mir das mehr gefällt oder Sekiro, dann muss ich zum einen sagen, dass ich natürlich das hier noch nicht so weit gespielt habe. Aber Sekiro hat schon nochmal, spielt sich schon nochmal eine Ecke fluffiger. Also durch den Haken und ja, hoch auf die Gebäude runter, Leute abmurksen, dann wieder weg und so weiter. Das hat nochmal einen anderen Flow. Ich würde es daher eher mit Bloodborne auch vergleichen und ja, also Bloodborne ist, gefällt mir jetzt vom Setting und vom Level-Design, finde ich jetzt Bloodborne einfach noch ein bisschen interessanter, noch ein bisschen mysteriöser, aber es muss sich jetzt auch nicht so krass verstecken. Also es ist schon gehobene Souls-Klasse hier, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich finde den Schwierigkeitsgrad schon relativ hoch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie Bloodborne war. Aber in Bloodborne kann ich mich gar nicht erinnern, irgendwo mal, außer beim letzten Gegner vom DLC, länger gehangen zu haben. Also hier habe ich jetzt auch noch nicht lange gehangen, aber schon der zweite Endboss oder war es der dritte oder so, fand ich schon echt... Ich finde halt, dass mit den verzögerten Angriffen, da tue ich mich halt sehr schwer mit hier. Oh, it's the only way to be sure. All puppets must die. Every single one. I hear the sound of springs inside you. You can't fool me. All puppets must die.
Kill the puppets! Will er kämpfen? Der will kämpfen! The fuck? Ich dachte, ich bin hier nett mal am Labern. Aber nein, du bist direkt wieder hier. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie bin ich denn da hingekommen? Ach, ich weiß. Komm mal her kurz. Ich will dir was sagen. Uhuhuhu! LOL! Oh, okay. Ich gerade meine, wieso hab ich denn eine Superattacke benutzt? Oh. Kann man da runter? Ah, hier. Meint ihr, man kann hier runter? Ich hüpfe jetzt mal hier rein, oder? Wie so ein Crash-Test-Dummy, ey. Double Action. Was? Die können werfen oder schießen? Alter, wie gebe ich ihm bitte? Wie souverän war das denn? Können wir mal kurz einmal im Chat festhalten, wie geil ich den gerade gelegt habe, Leute. Das müssen wir jetzt auch mal zugeben. Das war ja wohl stark. Anders habe ich es ihm gegeben, nämlich. Falsches Spiel, sorry. Boah, ich mag bei dieser R2 Charge Attack, wie er nach vorne boostet. Das ist richtig nice. Da überbrückt er richtig schön Weg. Kannst du schön chargen, außerhalb der Reichweite des Gegners. Und dann machst du Ratterpeng! Vegini's Urgent Repair Tool. Die Viecher gibt's halt original in Bloodborne, ne? Bleibst du hier? Bleib hier, bleib hier! Schmetti! Schmetterlingi! Nur ein Hidden Moonstone. Was bist du denn für ein lächerlicher Schmetterling?
Weil sonst ist hier nichts, glaube ich. Oh, habe ich was übersehen? Warum? Was hat mich gekillt? Ich habe schon wieder nicht gemerkt, was mich hier gekillt hat. Wieso denn heilen? Ich war doch gar nicht bedroht. Ihr müsst das früher in den Chat schreiben. Es ist wirklich eure Schuld. Ganz ehrlich, Chat. Generell, wenn ich sterbe, habt ihr was falsch gemacht. Jetzt habe ich wieder Corruption. Das geht aber auch schnell mit dieser Corruption, ey. Das ist wie in der Politik. Erinnert sich, guck. Er weiß noch genau Bescheid. Er weiß noch. Du weißt, wer der Beste ist. Siehst du das, Patzke? Sie weiß, wer der Beste ist. Ede, du musst dich in circa 30 Sekunden heilen. Haha. Ja, aber mache ich auch. Guck. Okay, hier ist sonst nichts mehr, Leute. Die Finishing Moves sind geil, auch dass sie so flüssig in den Kampf quasi mit eingearbeitet sind. Also dass sie so direkt kommen. Das gefällt mir auch. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Die Treppe da, das müsste ja dann eigentlich hier sein. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on me. So, war ich jetzt da schon am Ende? Nee, ne? Das ist nämlich eine Chest, Leute. Seht ihr's? Fire Axe Blade. Geil.
Die haben wir auch noch, ne? Best of luck to you. Was passiert, wenn man die angreift? Ah, wir wollen uns jetzt nicht rausfinden, oder? Das ist keine gute Kombo. Aua, meine Hand! So schlecht die Axt, ey. Level 0. Nicht so schlecht. Ich mag das Moveset. Aber es geht nichts über hier. Bam! Aha, der Trinity Key. Hier ist die Schatzkammer, Alter. Wer hätte auch zuerst den Tresor geöffnet? Blue Bloods Tailcoat und ein Quarz. Feine Herr. Ja, ne? Zuerst den Tresor. Die Gefahr ist, du aktivierst hier irgendwas, dann kommt eine Zwischensequenz. Dies, das. Question of the day. Did this factory worker ever think he would be destroyed? Was? Like a puppet. Was man hat, das hat man in solchen Spielen. Jetzt können wir uns das hier angucken. 3, create 1. You who opened the... Wer soll so schnell lesen? You who opened the door, be one with the great ones. Three create one. You who opened the door, be one with the great ones. Ah, das war jetzt einfach nur ein lames Kostüm, was ich gekriegt habe. Nee, ein Quarz haben wir noch gekriegt, stimmt. Aber sonst ist hier nichts. Na gut. War hier nicht Schildboy? Nee, doch. Über Schildboy. Ah, okay. Netter Rundgang, tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall besser als Lords of the Fallen, so viel kann ich schon mal sagen. Auch wenn Lords of the Fallen in Ansätzen echt ganz gut war. Aber leider ein paar richtig dumme Ideen drin hatte, die den Spielspaß leider sehr gehemmt haben. Ich empfehle dazu das Video von Jack Fromsoft. Es ist nicht nur saulustig, sondern es trifft auch einfach on point, was mit Lords of the Fallen nicht stimmt.
Und sie haben es auch nie so richtig gepatcht. Also es ist offensichtlich gewollt, aber... Naja. So, wir können jetzt erst nochmal gucken, ob im Hotel... Obwohl, warte mal, warum ist denn... Warum leuchtet es denn hier? Was ist... Was bedeutet denn das? Dragon's Dogma spiele ich am Wochenende wieder auf jeden Fall. Wahrscheinlich morgen. Oder Sonntag. For your information, I didn't steal this. Warum? Was soll ich denn hier machen? Colonel Hogan. Ja, ich meine eher diese, wie heißt nochmal die... Die düstere Welt bei Lords of the Fallen. Wenn du von 300 Gegnern gleichzeitig angegriffen und gejagt wirst und so. Nee, das ist nicht geil. Sorry. Warum will er denn, dass ich jetzt hier hingehe mit irgendwas? Ist einfach best. Ey, Elherion, bist du jetzt echt nur hier in den Chat gekommen, um das einmal festzustellen oder was? Wie alt bist du? 6? 12. Ach so, ja dann. Da war ein Item, ne? Wo war denn nochmal die Woody, ey? Ah ne, die war erst hier um die Ecke. Hier ist nichts. Hier habe ich schon das Baby, habe ich schon abgegeben. Also die Puppe. Psst, die Puppe. Das Baby meine ich natürlich. Das Baby, das Baby. Aber, Irgendwas will er doch von mir. Warum? Diese Waffe an, sie ist einfach das Allergeilste. Pam, 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 pam. Ja, Mann. Warum ich mich hier hin pfeifen sollte. Jetzt am Fenster die Pfeife benutzen? Hier ist Licht am Fenster. Warte mal, ihr verarscht mich. Verarscht ihr mich jetzt? Ihr wisst doch, ich glaube euch immer alles. Das ist nicht nett. Wo war denn diese Pfeife nochmal? Nee.
Move to equipment. Gar nichts, Leute. Ja, du bist am falschen Fenster. Okay. Wie viele Fenster gibt es hier? 8 Millionen? Okay, ich suche das richtige Fenster, Leute. Welches Fenster? Gebt mir eine... Welche Farbe hat es? Durchsichtig? Das hier? Ich meine das hier. Nee, gar nichts macht das. Ihr verarscht mich doch. Dach kannst und dann die Leiter. Kleiner Junge, ich erinnere mich nicht. Hier runter? Ah, hier war was. Aha. Aua. I know that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. Okay, ich bin niemals ohne euch drauf gekommen, Leute. I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Okay, ein paar Seelen haben wir dafür gekriegt. Ob das den Ärger wert war, darf bezweifelt werden. Wie viel gibt denn das? Radiant war das, ne? 500 Seelen habe ich gekriegt. Derzeit hätte ich aber auch andere Gegner. Was machen wir eigentlich mit den Boss-Seelen? Sind die noch für... Oh, du Schwein. Sind die noch für irgendwas anderes gut oder sind die ausschließlich zum Poppen? Man kann Bosswaffen machen oder was?
behalten. Okay. Ja, weil noch habe ich niemanden gefunden, der die irgendwie benutzen will. Deshalb frage ich, könnte ja sein, dass die gar nicht wichtig sind. Leveln wir oder upgraden wir? Gucken wir mal. I know my way around. Könnten hier sogar auf plus 3 gehen schon. Mit dem Coil Stick. Schwierig, schwierig. Ich bin immer so geizig mit den Materialien. Ja, weil man weiß immer nicht, welche Waffe man dauerhaft benutzt. Jetzt ist sie gerade gut, aber es kann schon bald sein, dass wir wieder was anderes finden. Mag uns wohl nicht. Blöde Katze. I know my way around a weapon. Komm. Der nächste Boss kommt. Jetzt brauchen wir sowieso schon Crescent Moonstone. I'll use my power. Also wir können Ach, das sind immer die gleichen Sachen, oder? Naja, die muss man erst freischalten, ich verstehe. Resistance to. Das ist gar nicht so schlecht.
muss man sagen. Wie viele von diesen Quarzen findet man später, ist die Frage. Lowest discharged. Enhances the effect of Fable Catalysts. Was ist denn das? Enhance Fable Catalysts Effect. Fable Catalysts. Ich glaube tatsächlich, Attribute Resistance scheint mir nicht schlecht. Increases Destruction Damage. Destruction Damage. Ist das das gleiche wie Staggered Damage? Destruction Damage. The city, of course, me. Du sitzt auch nur hier in deinem Stuhl und laberst. Wenn ich an die Front muss, ich den Schergen, den Puppen stelle. Wo müssen wir denn hin? Ja, oder? So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube... hier. Da können wir her, da kann es nicht weiter, das muss ja hier sein. Komplett die Orientierung verloren. Wir müssen noch da auf die andere Seite. Okay. Doch, wir müssen hier. Beiden Dudes. Lol. Das war ja so schlecht. So, da ging es nicht weiter. Alle drei erwischt haben.
alle drei, obwohl ich sie gesehen habe. Das gibt's doch gar nicht. Wenn wir hier runterjumpen, wo sind wir dann? Oder gehen wir erstmal hier weiter? Ich von niemandem sagen, dass ich mich erschreckt habe. Ich habe in meinem Leben noch nicht erschreckt. Swordsmanship Master Amulett und was? Noch irgendwas. Warum werden die Texte nur so kurz angezeigt? Gemacht? Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Hier bin ich ja wieder beim Schildboy. Macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Wieso? Ich hab doch die Leiter schon runtergelassen, Leute. Nein, nein, nein. Ich hab das schon alles cool. Den Hebel meint... Oder wo meint ihr welchen Hebel? Wo war denn da ein Hebel? Da hat doch nichts interagiert. So dumm, ey. Danke, Chat. Oh, was ist das für ein... Irgendwas haben wir verändert. Ich weiß noch nicht was. Ah, wir haben das Giftwasser abgelassen. Jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Jetzt kriegt er richtig auf die Fresse, Leute. Wirklich. Das wird jetzt nicht schön. Für ihn.
Just saying. Das gibt jetzt richtig Baba-mäßig auf den Sack. Wenn ich dir da runterkomme, du, dann gibt's richtig eins auf den Latz. Allerdings würde ich gerne vorher mich aufladen. Komm gleich, ich komme gleich, ich komme gleich. Soll ich jetzt zweimal gegen den kämpfen? Das ist auch Quatsch. Gehe ich einfach hier. Nee, der leichteste Souls-Boss ever ist Cecil's Discharge. Aua. Wie er es halt trotzdem schafft, mich zu killen. Achtet da drauf, ob der Stampfer mich trifft. Ich habe das Gefühl, hier ist eine sehr schlechte Kollisionsabfrage. Okay, der trifft. Nein, der trifft nicht. Aua! Mann, Chat, ihr sollt doch sagen, dass ich mich heilen soll. Wir müssen uns ja wirklich was einfallen lassen. Irgendwie so eine Voice Activation oder sowas. Das funktioniert einfach nur nicht. Wir sind echt noch... Ihr verlasst euch immer darauf, dass ich das schon mache, aber so funktioniert das nicht. Ich bin das kleine Kind, das auf die Straße rennt. Ihr müsst Achtung schreien. Wirklich, Leute. Ich habe keinen Arm mehr. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Da geht er down. Quarz haben wir gekriegt.
Aber wo es jetzt weitergeht, wissen wir noch nicht. Den zwei Dudes, ansonsten weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Best of luck to you, my. I know a small bug. Die sagen nichts Neues, ey, das gibt's doch gar nicht. Bin ich gesehen, die, wie ich den gerade. Orientierung. Wird eigentlich mein Angriff schlechter, wenn die Waffe nicht voll hat? Oder ist die dann einfach nur, muss ich die nur, wenn sie ganz leer ist? Naja, ich mach mal lieber voll. Nee. Hä, war ich hier schon mal? Shortcut, Leute. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Those stalkers just left me. That's rather disloyal. Quite insulting. Das ist doch so ein Typ wie eben. Der war ja nicht so schwer. Ah, hier können wir ihn vielleicht auf den Kopf jumpen. Guck mal. Bam! Oh, ich habe immer noch keinen. Oh. LOL. Och, wie ich diese Attacke hasse, die trifft ja wirklich nie. Tja, ich habe kein Heilmittel, ich habe Overcharge, Overheat. Ich hab nicht gecheckt, dass der mir hinterhergelaufen ist. Ich habe mich etwas erschreckt. 8000 Seelen. All right, Benini. Pull yourself together.
Ah, warte mal, sind da Fässer? Oh, hier diese Fässer. Was ist mit diesen Fässern? Wieder direkt zurückgeschlagen. Accidenti. We have to stop them. Erst mache ich den Typ, bevor ich da weiter. Entschuldigt. Wieso verliere ich? Wieso? Ah, weil ich die falsche Flask habe. Chat! Diese Attacke kann sie komplett in die Klöten reiben, ey. Oh, easy now. No need to kill me. Surely we can discuss this later. Hold on. Geppetto's a friend of yours. I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but... well, they bolted and left me to my fate. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Before all this, I'm told... How did this nightmare come to be? Nein, zu spät. Now you're going to die, bitch.
Workshop Union Standard Radiation Converter. Wie heißen denn hier die Items? Das kann man ja überhaupt nicht. Mehr. Resistance to overheat, okay. Ist hier noch was? Kanonismus, vielen Dank. Danke, mein Lieber, fürs Subben. Ey, ich raff's hier auch doch nicht. Warte mal, was? Nee. Half-Life-Soundeffekt, oder? Ach, das ist ein fucking Boss. Okay. Verstehe. Das heißt, okay, die wollen, dass ich hier mich aufreibe, bevor ich zum Boss gehe. Also gehen wir oben lang. Jetzt verstehe ich. Aber nicht mit 10.000 Seelen, gell? Lass mich mal. Das machen wir nicht. Das wäre ja auch ein bisschen verrückt, gell? Sag mal, warum ist Union Berlin eigentlich so scheiße? Das gibt's doch eigentlich überhaupt nicht. Was soll denn das? Erzählt mir mal was zu Hogwarts Legacy. Muss man das spielen? Ist das auch ein Souls-like? Ich habe es ein bisschen zugeguckt, wenn mein Sohn das gespielt hat. Aber ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Harry Potter-Fan. Und also, wenn man jetzt nicht Harry Potter-Fan ist, catcht einen das dann? Ich weiß nicht. Harry Potter, echt jetzt? Ich fand es da ein bisschen so ganz coole Grafik, aber so spielerisch dachte ich, wird es glaube ich so nach ein paar Stunden lame. So war mein Eindruck. Aber ich habe es nicht gespielt. Ja, wir kriegen hier einfach nichts Geiles. Das muss man einfach festhalten. Solides Spul, nicht super anspruchsvoll. Spiel hat erst nach Jahren geschafft, meine Frau ins Gaming zu bringen. Dafür bin ich ewig dankbar. So lange gibt es das Spiel noch gar nicht. Hier könnte man, müsste man noch was upgraden können. Ach so, dafür brauchen wir vielleicht Vengeni, oder? Weil ich habe ja so ein Upgrade, aber ich kann ihn ja hier nicht upgraden. Ich kann hier nichts machen. Aber ich kann noch einen Quarz einsetzen auf jeden Fall.
Ganz gutes Game zum Chillen und nebenher Streams schauen. Ja. Ja, aber es war nie irgendwie auf meiner Liste oben. Es gab immer andere Spiele, die vorher waren. Also ich glaube, ich werde es nicht zocken. Wir können hier jetzt eine weitere Flask uns nämlich holen. Können wir das eigentlich wieder rückgängig machen? Nee, ne? Achso, wir sind jetzt auf dem anderen Slot. Lowers the guard regain reduction. Das weiß ich nicht, was das ist. Was das macht. Guard regain reduction. Man kann das nicht mehr resetten, ne? Oder wie? Kann man das nicht nochmal ändern? Wir haben festgestellt, man will doch lieber einen anderen Perk. Das wäre hier ein bisschen schwach. Später, später. Jedes, ey, wirklich ein Cent für jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Spiel höre, später. Ich sag nur Hollow Knight. Später, später. I'll use my power. So, it's boss time. Vorher sagen wir uns nochmal die Taschen ansehen. Achso, warte mal, ich habe auch ein anderes Amulett doch noch gekriegt, oder? Okay, doch nicht. Ich weiß halt nicht, ob das ein Elektro- oder ein Feuergegner ist jetzt. Ich gehe mal auf Feuer, weil ja auch der davor Feuer war. Ansonsten könnten wir überlegen, ob wir die Throwables, was haben wir hier? Throwing Cell. Thermite Bomb Fire Damage. Attribute Resistances. Rapidly charges Fable. Das hier wäre vielleicht schlecht. Egal, komm. Ich habe ja immer noch so viel Seelen. Aber die liegen ja, glaube ich, hier im Spiel immer vorm Boss Room, was ich tatsächlich sehr fair finde.
Oh, da ist ja noch. Da sind ja noch ganz viele Items, Leute. Hier oben. Ah! Alter. Erstmal da oben die Items einsammeln. Könnte mir das denn entgehen? Was? Was hat mich denn jetzt durch den Bogen oder was? Technik. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Damit kann ich den Griff auf Technik ummünzen. Das ist nicht schlecht. Soll ich das noch vorm Boss jetzt machen? Komm, when in Rome. Wir wollen ihn ja first try. Nein! Kriegt man von diesen Technik-Cranks, kann man die nur einmal benutzen oder kriegt man davon mehrere? Später kriege ich mehr. Ah ja, okay. Cool. Jetzt machen wir mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Wenn wir das Scaling unseres Griffes verändern. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den Griff sozusagen auf Technik ein B-Scaling zu geben. Oder sogar hier ein A-Scaling. Aber dann haben wir natürlich wieder einen anderen. Ein anderes Moveset. Und welcher Griff ist es denn? Ach nee, wir haben ja die Axt. Was mache ich denn? Warte mal, wir haben ja die Axt. Warum wird denn der Axtgriff hier gar nicht gezeigt? So, jetzt Technik A. Hat es irgendwas gebracht? Ja, Scaling ändert sich, aber ich meine, hat es irgendeinen Damage-Output irgendwas jetzt verändert? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel mehr Damage habe.
So. Jetzt ist Boss-Time. Jetzt ist wirklich Boss-Time, Leute. Jetzt mache ich nichts anderes mehr außer dem Boss. First try. Wie immer. Das hätte ich auch noch aufleveln können eigentlich. Naja. Wie aus Armored Core. King's Flame Fucko. Komm her, Fucko. Nein, ich habe mich doch geheilt gerade. Genau in dem Moment, wo ich mich geheilt habe. Jesus. Die Gier war es wieder, die Gier. Ich hatte genau, als ich mich geheilt hatte. Was soll denn das? Ja, genau. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Heil dich, du Arschge... Ey, mir fehlt immer noch das Timing, wie lang er braucht, um... Ich glaube, das um sich zu heilen. Das Problem ist, dass man nicht richtig die Animation sieht, wie er sich heilt. Bei Dark Souls, da sehe ich ja die Flasche... zum Mund nimmt und so, da kann ich das einschätzen. Aber hier ist das irgendwie so. Daran liegt's. Auch, dass die Heilflasche und die Anti-Gift-Flasche oder was auch immer,
exakt gleich aussehen. Das ist alles, was du kannst, Boy. Gebe ich ihm bitte gerade. Warum? Heil dich doch, Junge! Es dauert mir zu lange, ganz ehrlich. Ja, danke, dass ich nichts mehr gesehen habe. Gibt's aufs Maul. Da ist er down, ey. High-powered Flame Amplifier, King's Flame Ergo und Flame Grindstone. Der war ja super easy. Das ist eigentlich ein First Try. Weil am Anfang bin ich gestorben wegen einem Fehler in der Heilmechanik. Und beim zweiten Mal bin ich gestorben, weil ihr nicht rechtzeitig Heal gesagt habt. Also in beiden Fällen nicht meine Schuld. Also first try. So muss man das sehen, Leute. Es ist im Prinzip wissenschaftlich belegt. Schwammerl, danke für 5 Subs in die Community geschenkt. Dankeschön. Respekt an Schwammerl. 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 So, was habe ich denn wieder für. Oha. Guck mal, kaum ist er hier, hat er so sich richtig gemütlich gemacht. There you are, my boy. There you are. Savior, yes, that's the word. You took back the factory, and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved... Well, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni. Gentlemen, bon vivant, and... At the moment, utterly at your service. If the name Venigni rings no bell, while I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. Grinder modification tool. You can equip a special grindstone on a grinder. There are different types of special grinder, grant different effects to your weapons. You can use a special grinder. Das ist ein Waffenbuff quasi, oder wie? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again. I just designed it, set it aside and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it.
It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. Ich mache jetzt gleich Schluss, Sam Jones. It will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. Yuma. I always welcome friends. Switch grindstone of grinder. Die haben sich echt schon viel Mühe gegeben, was man hier so alles machen kann. Of course you're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. Pulcinella klingt ein bisschen wie eine Nachspeise. Holst uns noch zwei Pulcinella. I won't forget if you ever need anything. Ihr macht so leckere Pulcinella. Swagger. I always welcome friend. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. Ah. It was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. Puppet armies do not arise by chance. There was intent. Okay, aber kann er jetzt hier geil neuen Scheiß oder was? Aha, siehst du? Craft Legion Arm. Jetzt wird's ja langsam richtig kompliziert, Leute. Was geht? Guck mal da oben, ey. Hä? Deus Ex Machina? Machina? Sorry. Pandemonium? Also sie haben sich echt schon viel einfallen lassen hier. Muss man sagen, muss man sagen. Aegis ist ein Schild. Es gibt Guard-Counters? Das hat aber auch noch keiner gesagt. Was ist das? Falcon Eyes. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet das Schild, der Schild und der Schussarm auf Technik scalen, finde ich. Acid Substance. Aber wo ist denn... Naja, okay. Modify Legion Arm. Alter, ist das kompliziert. Fulminis? Das ist der, den ich habe. Movable Charge. Okay, das ist ziemlich praktisch, dass man dabei laufen kann. Finde ich. Was haben wir hier noch? Puppet String. Press and hold the Legion button to track an enemy. Damit zieht man sich zum Gegner oder was? Das ist auch geil. Enables dodging after hit. Das habe ich nicht so ganz. If you pull or wire trace an enemy,
press and hold the Legion. Trigger a link attack. Oha. Aber wo sind wir denn? Und hier? Da ziehe ich mich an Gegner ran, oder? Ich weiß nicht genau. Was haben wir hier als zweites? Movable Charge ist auch gut. Lasst mich raten, von diesen Legion Calibers findet man später mehr. Wave of Fire. Aha. Increase Fire Attack Range. Alles geil eigentlich. Ja gut, die Arme habe ich ja noch gar nicht, oder? Sehe ich das richtig? Den habe ich jetzt neu gekriegt. Schwierig, schwierig. Also ich fand, das hat jetzt schon ganz gut geklappt mit dem Elektroschock, ehrlich gesagt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich finde aber auch, sich zum Gegner ziehen und auch die... Also hier das dritte Attack Link, das sieht natürlich richtig fett aus. Guck dir das an. Das hätte ich natürlich schon gerne. Das hier checke ich noch nicht so ganz. Allerdings spiele ich jetzt gerade den hier. Und Movable Charge ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man sich dabei ein bisschen bewegen kann. Allerdings bewegt er sich auch sehr langsam. Elektro ist nur gut gegen Puppen. Ja, bislang habe ich auch nur gegen Puppen gekämpft, fairerweise. Ist halt die Frage. Feuer ist gut gegen Human-Type. Ich will eigentlich auf Technik gehen. Also ich habe jetzt schon Technik sehr hoch gelevelt. Was heißt sehr hoch? Technik habe ich bislang gelevelt. Ich glaube, ich mache erstmal den Trace. So. Weil das Elektro funktioniert schon für mich gut, während das Puppet String hat für mich ehrlich gesagt noch gar nicht funktioniert. Okay, wir brauchen richtig viele von diesen Calibers. So, dann will ich mal direkt mal ausprobieren. Ob das Bock macht. Okay, es macht gar nichts. Ah, man muss gedrückt halten. Okay. Naja, naja. Also man kommt natürlich nah an den Gegner ran. Aber es ist schon noch ein bisschen Delay, bis man dann angreifen kann. Und man muss gedrückt halten. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Na gut. Einmal kurz den neuen Arm ausprobieren. Nee, das ist lame.
Das macht ja der Elektroschockarm viel schneller. Okay, das ist so. Was soll ich mit dir noch? Buongiorno, and welcome to the house of Vanini. I am Master Vanini's Major Domo, Pulcinella. At your service, sir. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Workshop in Fiber Reinforced Liner. Das macht Sinn. Das ist ja dauerhaft Elektro. Aber was bringt denn jetzt noch? Ja, siehst du, kannst du gar nicht weiter. Okay, ist aber für andere Waffen, um das Scaling zu verbessern. Was denn für ein Level up? 2,5, das kann man poppen. I'll use my power gel. So, jetzt gehen wir nämlich mal langsam auf Scaling. Power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please, save Krat. Ja, jetzt muss ich eigentlich noch mal ganz kurz das ausprobieren. Wo probieren wir es am besten aus? Im Kampf. My power, Del. Nein, ich will doch gar nicht zu dir. Lass mich in Ruhe. Warum Podcast-Folge umbenannt, Neobring? Weil Jochen wieder mal nicht auf mich gehört hat. Ich habe ihm eigentlich einen anderen Namen für die Episode genannt und er hat es nicht gemacht. Und dann habe ich geschimpft und dann hat er es gemacht. Hat Ede vor, das Spiel durchzuspielen? Generell. Ja, ich habe immer vor, alle Spiele durchzuspielen. Es sind nur mittlerweile sehr, sehr viele Spiele und ich switch natürlich auch irgendwann mal, wenn mich irgendwie mal ein Spiel nicht mehr motiviert oder so. Aber
Ich habe nur so viel Zeit. Ich will Baldur's Gate durchspielen, ich will Resident Evil 4 durchspielen, ich will Dragon's Dogma durchspielen, ich will Final Fantasy 7 Rebirth durchspielen, ich will Lies of P durchspielen. Wie soll man es machen, ne? Es ist nicht so einfach, alles durchzuspielen. Ich weiß, jetzt sagen alle, man bleibt doch bei einem Spiel und spielt es erstmal durch. Ja, aber manchmal hat man halt auch mal Bock, was anderes zu essen. Und so ist das halt. Aha, schon hat sich's rentiert, siehst du? Wieso lacht, ne? Baldur's Gate durchspielen. Hehehe, verstehe ich nicht. Warum? Was ist daran so lustig? Ist doch ein legitimer Wunsch. Das Seil ist schon ganz nett eigentlich, oder? Es wäre noch geiler, wenn es noch so Sekiro-mäßig sich so in die noch eine Vertikale gäbe, sozusagen. Außer man ist Gregor, der hat noch Zeit, Yakuza-Spiele zu spielen. Ja, das stimmt natürlich, aber Gregor hat auch keine Kinder. Also ich finde, dafür, dass ich zwei Kinder, eine Frau und eine Firma habe, zocke ich eigentlich relativ viele Spiele noch. Relativ weit, finde ich. Ich finde, es ist okay. Kritik ist an anderer Stelle vielleicht besser aufgehoben. Zum Beispiel die Frisur. Ah, warte mal, jetzt haben wir doch den Firegrinder. Das können wir auch mal aus... Oh shit, das ist ja einer. Nee, jetzt dreh dich halt mal um. Nee, hier, den Firegrinder können wir doch jetzt mal hier... Achso, bringt der überhaupt was auf einer Waffe, die schon... Das bringt hier auf der Waffe, glaube ich, gar nichts, ne? Oder? Ist die jetzt noch zusätzlich gestreut? Obwohl, die blitzt da jetzt so ein bisschen. Vielleicht doch. Frisur können wir noch mal in Ruhe diskutieren. Ach, das Seil kostet ja auch Energie. Das finde ich aber auch ein bisschen blöd. Das Seil hat Energie kostet. Stellt euch vor, dass ihr Kiro-Seil hätte. Lol. Stellt euch vor, das Sekiro-Seil hätte eine Ressource gekostet, die sich verbraucht. Ich finde... Ja, ich weiß, man setzt es auch als Waffe ein, aber ich finde, das sollte nicht noch eine extra Munition nicht... Das Seil ist nur Movement? Das stimmt nicht. Sekiro. Außerdem ist die Logik des Seils, das Seil weiß ja nicht, was ich mit ihm mache. Also. Die Sekiro-Tools haben auch, das ist schon eher ein Argument, die Sekiro-Tools haben auch Munition gekostet. Aber ich finde halt, ja, es kommt halt darauf an, was man mit dem Seil macht. Wenn man so Gegner an sich zieht oder so. Ich will es halt dauernd machen können, daher weht halt der Wind, so Leute. Ich will das nicht nur fünfmal machen können. Weil es halt einfach Spaß macht. Ey! Typ da oben, ey. Chat!
Aber ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist mir in anderen Spielen, in anderen Souls-Spielen nie so oft passiert, dass ich vergessen habe, mich zu heilen, wie in Lies of P. Woran liegt das? Ich sag euch, ich mag diese Heilanimation nicht so. Es ist zwar sehr ähnlich zu Bloodborne, aber kann er sich das Ding nicht auf den Kopf hauen oder so? Eins. Es dauert circa 2 Sekunden, oder? Ah, guck mal, was passiert, wenn wir... Ah, siehst du? Kann man gar nicht mit der Waffe benutzen. Okay. Leute, ich meine jetzt Schluss. Das war eine schöne, lange 3,5-Stunden-Session. Lies of P. Ich muss sagen, das Spiel hat mich schon. Das Spiel hat mich schon so ein bisschen. Ich wusste aber auch immer, dass es mir gefallen wird. Es war nie eine Frage, ob es mir gefällt. Es war eher so, wann habe ich die innere Ruhe und Zufriedenheit, mich diesem Spiel zu widmen. Jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielleicht habe ich es dann durch, bis ich mit Jack Fromsoft zusammen nochmal Elden Ring im Koop spiele. Nächste Woche kommt ja auch noch Dings raus hier. Wie heißt's? No Rest for the Wicked, Alter. No Rest for the Wicked, genau. Das kommt ja auch noch nächste Woche raus. Allerdings Early Access. Ist mal die Frage, soll man Early Access spielen? Ich weiß nicht, wenn ich Early Access spiele, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen, wenn es zum Release rauskommt. Zum Final Release. Allerdings kann es auch sein, dass es jetzt 2 Jahre in Early Access ist.